Ja, einen schönen guten Morgen. Wo sind wir am Montag stehen geblieben? Am Montag haben wir begonnen, eine ganz, ganz wichtige Struktur einzuführen. Genauer, ein ganz wichtiges Mengensystem, und zwar das einer Sigma-Algebra. Ja, wenn ich schon gesagt, das wird einfach die Menge aller beobachtbaren Ereignisse sein, sprich aller Ereignisse. Und das werden dann die richtigen Mengensysteme sein, auf denen wir Maße definieren, insbesondere Wahrscheinlichkeitsmaße. So, aufgrund technischer Gebrechen, also diese Frage, die Sie da oben sehen, die müssen Sie sich halt einfach so überlegen, Sie können leider nicht abstimmen, weil everyslide.com down ist, ja, können wir nichts machen, aber trotzdem sollten Sie sich vielleicht dann mit dieser Frage auseinandersetzen. Das, was ich ganz gerne vom letzten Mal noch ergänzt hätte, ich hätte Ihnen eigentlich ganz gern Folgendes gezeigt. Und zwar das, was Sie da sehen, das ist RStudio, und generell dahinter steckt die Statistiksoftware R, mit der wir uns immer wieder mal ein bisschen beschäftigen werden, insbesondere dann in der Statistik. Jetzt lernen wir die dazu verwenden, dass wir einfach Zufallsexperimente simulieren. Also Sie müssen sich vorstellen, natürlich, da draußen in der Welt gibt es diese Zufallsexperimente hoffentlich wirklich. Zum Beispiel das Werfen eines Würfels, das können Sie ja wirklich da draußen machen, aber wenn Sie das sehr, sehr oft machen wollen, dann haben Sie sehr viel zu tun. Zum einen müssen Sie oft den Würfel werfen und zum anderen müssen Sie jedes Mal das Ergebnis aufschreiben. Jetzt könnte man Folgendes machen, und zwar, wir machen das einfach am Computer. Wir lassen uns Pseudo-Zufallszahlen ausgeben, wir wiederholen das Werfen dieses Würfels am Computer ganz, ganz oft, ist alles natürlich nur simuliert. Was Sie da jetzt erkennen können ist, in R wird mir einfach jetzt eben hier 5, 4, 1, 4 und so weiter und so fort ausgegeben. Wir interpretieren das wie folgt. Beim ersten Wurf ist 5 herausgekommen, beim zweiten 4, beim dritten 1 und so weiter und so fort. Das wäre also dieses Würfelergebnis. Wir nehmen an, das ist ein fairer Würfel. Das heißt, es sollte in etwa jedes Würfelergebnis mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auftreten. Und da sehen Sie schon, wir wissen ja gar nicht, was das heißt. Aber jetzt werden wir das interpretieren. Was wir machen können ist, wir können uns so eine Grafik anschauen. Das nennt sich irgendwie so Balkendiagramm oder sowas, auf Englisch Barplot. Also einfach Balken. Und das, was man da sieht, der Einser, der ist zweimal aufgetreten, der Zweier auch zweimal, der Dreier nur einmal und so weiter und so fort. Und Sie sehen, wenn man das nur zehnmal macht, naja, was sagt dann das? Interessant wird das Ganze, wenn man es sehr häufig macht. Sagen wir, wir machen es jetzt schon 100-mal. Und was erkennen Sie da? Naja, die Balken so langsam schauen irgendwie schon eher gleich hoch aus. Sie sehen also, da wäre die Häufigkeit, mit der die Augenzahl 1 auftritt, na, wahrscheinlich so 27 oder sowas in der Richtung. Und wirklich interessant wird es, wenn wir es nur öfter machen. Sagen wir 1000-mal. Sie sehen da unten, da wird schon ziemlich viel ausgegeben. Und bei 1000-mal hat man schon den Eindruck, na gut, die Häufigkeiten dieser Augenzahlen, die gleichen sich langsam aneinander an. Natürlich ist es so, dass man jetzt eben da für jede Augenzahl eine viel größere Häufigkeit haben. Sie sehen so um die 150 herum. Und wir können das aber natürlich problemlos am Computer auch 10.000 Mal, 100.000 Mal, 1.000.000 Mal ausführen. Und bei 1.000.000 Mal sehen Sie, ja, die Balken sind in etwa alle gleich hoch. Und was bedeutet das? Na, das bedeutet, dass wenn Sie sich den Prozentsatz anschauen, mit dem eine Augenzahl hier auftritt, dann wird es in etwa was sein? Na, ziemlich genau ein Sechstel. Und so müssen Sie beginnen, Wahrscheinlichkeit zu interpretieren. Das heißt, wenn Sie dieses Zufallsexperiment ganz oft durchführen, dann sollte der relative Anteil in etwa der Wahrscheinlichkeit entsprechen. Es sollte sogar dorthin konvergieren, was immer das nun genau heißt. Also, das nennt man die frequentistische Interpretation des Wahrscheinlichkeitsbegriffs. Was Sie auch machen können, würfeln wir vielleicht wieder mal nur 10-mal. Sie denken wieder an den Würfelknecht. Und der sagt Ihnen jetzt nur, ob das Ergebnis gerade oder ungerade ist. Okay? Also der sagt Ihnen, das Würfelergebnis ist entweder gerade oder es ist ungerade. Und Sie sehen, wenn Sie das 10-mal durchführen, naja, zufällig ist halt hier herausgekommen, 4-mal eine gerade Augenzahl und 6-mal eine ungerade. Und natürlich kann man das auch wieder öfter durchführen. Bevor wir das tun, schauen wir uns aber nur eine Sache an. Was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe das nur mal 10-mal durchgeführt. Und was ich jetzt aufgetragen habe, ist jetzt nicht mehr die absolute Häufigkeit. Ich habe nicht mehr gezählt, wie oft es passiert ist, sondern die sogenannte relative Häufigkeit. Was sagt die? Prozentsatz. Na, das ist einfach der Prozentsatz. In wie viel Prozent der Fällen, der Fälle heißt das glaube ich auf Deutsch, ist also hier gerade eingetreten bzw. ungerade. Das sind Ereignisse. Entweder es ist also eine gerade Augenzahl hier eingetreten oder eine ungerade, und wir sehen also in 30% der Fälle, sprich mit einem relativen Anteil von 0,3, haben wir gerade und ungerade eben entsprechend mit 1 minus diesem Anteil, also 0,7 in dem Fall. Und natürlich können wir das auch hier wieder viel öfter machen. Sagen wir mal 1000-mal. Wenn ich das 1000-mal mache, na, was sehe ich? Die relativen Anteile sind in etwa gleich. Ist das überraschend?
wenn das ein fairer Würfel ist, dann sollte gerade wie ungerade mit etwa der gleichen Wahrscheinlichkeit, also was dann wieder dem entspricht, mit etwa den gleichen relativen Häufigkeiten hier auftreten. Man kann das natürlich dann öfter wiederholen und Sie sehen, ich wiederhole das jetzt da jedes Mal, 1000 Mal. Und die Balken sind jetzt nie ganz gleich. Natürlich, das ist dem Zufall noch einmal unterstellt, aber der Punkt ist, wenn ich es wahnsinnig oft wiederhole, sagen wir 100.000 Mal, dann stellt sich also hier sozusagen die Höhe der Balken jeweils bei 0,5 ein. Und so, wie gesagt, müssen Sie sich vorstellen, was es bedeutet, dass eben etwas mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintritt. Ich habe Ihnen eben am Montag gesagt, wir wollen mit dem Wahrscheinlichkeitsmaß irgendwie in den Griff kriegen, was es heißt, dass etwas eher sicher oder weniger sicher eintritt. Und jetzt sehen Sie, was es bedeutet. Wenn Sie es ganz oft durchführen, dann schauen Sie sich einfach an, in wie vielen Fällen in etwa passiert das. Und wenn es also in sehr vielen Fällen passiert, dann würden wir sagen, es ist ein etwas sichereres Ereignis und ansonsten halt eben nicht. So kann man das also jetzt eben quantifizieren. Was Sie sich auch noch anschauen können, ist folgendes Beispiel. Sagen wir, wir würfeln jetzt 10 Mal und zwar mit 2 Würfeln. Auch das hatten wir schon am Montag. Und wenn Sie sich jetzt da diesen Barplot anschauen, was habe ich gemacht? Ich habe mir jetzt einfach angeschaut, zum einen dieses Ergebnis des ersten Würfels. Kopf zum Beispiel auf der linken Seite. Auf der rechten Seite Zahl. Es gibt Fälle, da ist die erste Münze auf Kopf gefallen, es gibt Fälle, da ist sie auf Zahl gefallen. Und in beiden diesen Fällen gibt es wieder Fälle, wo die zweite Münze entweder auf Kopf oder auf Zahl gefallen ist, oder? Also wir sehen hier zum Beispiel, dieser rote Bereich würde auf der linken Seite dementsprechend, dass die erste Münze auf Kopf gefallen ist und die zweite auch. Und natürlich blauer Bereich, erste Münze auf Kopf und zweite Münze auf Zahl. Und was Sie da sehen können, wenn ich es nur 10 Mal durchführe, naja, da kann man irgendwo nicht so viel sehen. Ja, was glauben Sie, wird passieren, wenn ich es jetzt öfter durchführe? Sagen wir 1000 Mal. Was würden Sie sagen? Naja, das wird sich mehr und mehr angleichen. Warum? Wir haben 2 faire Münzen, die sich gegenseitig nicht beeinflussen. Das heißt, wenn wir jetzt einfach nur die Münze werfen, eine einzelne, dann sollte die Wahrscheinlichkeit, der relative Anteil, können Sie sich gleich wieder vorstellen, in etwa 1/2 sein. Und zwar für Kopf wie auch für Zahl. Jetzt werfen Sie die zweite Münze. Also bei der ersten Münze haben Sie in 50% der Fälle in etwa das Ergebnis Kopf beispielsweise. Jetzt haben Sie von diesen 50% aber nochmal 50%, wo bei der zweiten Münze Kopf auftritt. Und das ist genau das, was diesen Flächen hier entspricht, oder? Also diesen Abschnitten der Balken. Das heißt, wenn wir wieder die relativen Häufigkeiten anschauen, Sie sehen jetzt also, das hat sich da geändert auf 0,5, dann habe ich also von diesen 0,5 noch einmal 0,5, also sprich insgesamt 0,25, wo das Ereignis Kopf-Kopf eintritt. Und da können Sie wieder erkennen, wie Sie das frequentistisch interpretieren können. Wir werden das wieder viel öfter durchführen. Bei viel öfterer Durchführung sehen Sie, das gleicht sich komplett an. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für Kopf-Kopf ist 1/4. Und das entspricht in der frequentistischen Interpretation, dass in 25% der Fälle in etwa bei sehr häufiger Durchführung das Ergebnis Kopf-Kopf sein wird. Und so wird dann halt, würde ich sagen, der Wahrscheinlichkeitsbegriff greifbar. Wenn Sie sich nur anschauen, wie ein Wahrscheinlichkeitsmaß definiert ist, dann werden Sie also sehen, da fällt Ihnen es vielleicht noch ein bisschen schwer. Gehen Sie immer wieder in diese frequentistische Interpretation herein, dann wird es also was zum Anfassen, hoffe ich zumindest. Haben Sie dazu mal Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann würde ich vorschlagen, dass wir noch einmal ganz kurz jetzt auf diese Sigma-Algebra eingehen. Also noch einmal, was ist eine Sigma-Algebra? Ein Mengensystem, das 3 Eigenschaften erfüllt. Die Ergebnismenge, die Menge der Elementareignisse, unser Omega, das muss enthalten sein. Sie stellen sich vor, das muss beobachtbar sein. Was immer gelten muss, zu einem Ereignis muss auch das Komplementärereignis, also das Komplement in der Sigma-Algebra liegen. Auch das müssen Sie immer beobachten können. Und die letzte Eigenschaft, die sogenannte Sigma-Vereinigungsstabilität, heißt einfach nur, wenn Sie über abzählbar viele Ereignisse eben die Vereinigung bilden, dann ist das auch wieder drin. Also Sie können so sagen, eine Sigma-Algebra ist ein Mengensystem, wo die ganze Menge drin ist und das Komplement stabil und Sigma-Vereinigung stabil ist. Das ist eine Sigma-Algebra. Eine Frage? Ja, ich habe die letzte Eigenschaft noch nicht so ganz verstanden, was das jetzt konkret passt. Also was heißt das für abzählbar viele? Wir werden es gleich besprechen. Was nicht zugelassen ist, ist hier eine größere Indexmenge, wenn Sie so wollen. Also, wir schauen uns vielleicht jetzt ganz konkret diese Fragen da oben an. Was ist richtig, was ist falsch? Was würden Sie sagen? Da gibt es einen Vorschlag. A ist richtig, warum? Omega ist drin, alle Komplemente sind drin. Was ist das Komplement von Omega?
die leere Menge, also ist sie drin. Sie sehen, aus diesen beiden Eigenschaften folgt, dass auch die leere Menge drin ist. Das haben wir das letzte Mal auch besprochen. Wie sieht es mit der Eigenschaft B aus? Da gibt es einen Vorschlag. Richtig, warum? Genau, nach dem Morgen, und da sieht man, das ist auch wieder drin. Also wir haben gesehen, wenn Sie ein komplementstabiles System haben, also sprich einfach ein Mengensystem mit dieser Eigenschaft, dann ist dieses Sigma 3, die Sigma-Vereinigungsstabilität, äquivalent zur Sigma-Schnittstabilität. Das hat man das letzte Mal gesehen, also B ist auch korrekt. Wie sieht es jetzt mit C aus? Ist C richtig oder falsch? So ist es. Was ist denn die Mächtigkeit dieses Intervalls? Na, das hier ist gleich mächtig wie die reellen Zahlen. Das ist überabzählbar. Und das ist der Punkt. Das geht sich nicht mehr aus. Sie können abzählbare Vereinigungen bilden, aber solche überabzählbaren Vereinigungen, so wie es hier steht. Also, Sie vereinigen jetzt über solche AIs, das hier sind zwar alles Ereignisse, aber sie vereinigen überabzählbar viele zusammen, dann muss das im Allgemeinen, also ich schreibe hier im Allgemeinen, muss das dann nicht mehr in der Sigma-Algebra liegen. Und dieses Sigma bei der Sigma-Algebra bedeutet genau dies. Also abzählbar viele, das geht sich aus, und abzählbar viele heißt, Sie können immer eine Bijektion zu den natürlichen Zahlen herstellen, das heißt im Wesentlichen als Indexmenge können Sie hier immer die natürlichen Zahlen verwenden und somit liefert Ihnen das eine Folge von solchen Ereignissen. Das geht sich aus. Was sich nicht mehr ausgehen soll, ist also, wenn Sie das hier überabzählbar machen. Was Sie sich jetzt mal einfach vorstellen können, ist, dass diese Eigenschaft insbesondere bedeutet, dass Vereinigungen drin sind. Und zwar endliche Vereinigungen. Das wird man sehen für uns jetzt rechnerisch am Anfang mal. Sehr wichtig, wenn wir vor allem so Interpretationen treffen. Aber noch einmal, was sich ausgeht, ist immer abzählbare Vereinigungen. Sobald die Indexmenge größer wird, überabzählbar, dann muss das nicht mehr zwingend drin sein. Okay, das wäre also hier die Beantwortung dieser Frage. Gut, was wollen wir jetzt heute machen? Was wir jetzt besprechen wollen, ist, wie kann man Sigma-Algebren erzeugen? Der Punkt ist nämlich, mit Sigma-Algebren schlussendlich kann man nicht schlecht rechnen. Das Problem, was es aber gibt, für die wirklich interessanten Sigma-Algebren können Sie nicht genau angeben, was die Elemente sind. Wir werden die sogenannte Borel-Sigma-Algebra kennenlernen, die für uns ganz wichtig sein wird. Da werden wir ganz spezielle Wahrscheinlichkeitsmaße drauf betrachten, die Verteilungen heißen. Das haben Sie vielleicht aus der Schule schon mal gehört. Und die Elemente dieser Sigma-Algebra, die können Sie nicht genau hinschreiben. Das wird Ihnen nicht gelingen. Also das ist ein kompliziertes Objekt, aber es zu erzeugen, werden wir sehen, wird relativ einfach sein. Und dazu werden wir jetzt einmal folgenden Satz zeigen. Und zwar, wir werden uns überlegen, was passiert, wenn man Schnitte von Sigma-Algebren hat. Also, was passiert mit Schnitten von Sigma-Algebren? Ja, und die Antwort wird sein, das wird wieder eine Sigma-Algebra sein. Das heißt, wenn Sie mehrere Sigma-Algebren haben und Sie bilden den Schnitt über die, dann ist das wieder eine. Und da werden wir sehen, das wird uns eine Methode liefern, um solche Sigma-Algebren dann wirklich zu konstruieren, und zwar welche mit Eigenschaften, die wir genau haben wollen. Gut, was ist gegeben? Es sei hier J eine beliebige Indexmenge, nicht gerade leer. Also Sie haben eine Indexmenge gegeben. Und was Sie noch gegeben haben, ist jetzt eine Familie von Sigma-Algebren. Also Sie haben jetzt SJ, J aus Groß J, und das ist eine Familie, Familie von Sigma-Algebren. Und zwar wichtig auf einer vorgegebenen Menge, bei uns immer Omega. Und was ist jetzt die Aussage? Ja, die Aussage ist, wenn Sie jetzt den Schnitt bilden, und zwar über alle diese Sigma-Algebren, also Sie bilden den Schnitt über klein j aus groß j über fj, dann ist es immer noch eine Sigma-Algebra auf Omega. Also noch einmal, Sie haben Sigma-Algebren, Sie können sich vorstellen, Sie haben einfach nur zwei Sigma-Algebren. Das wäre dann halt hier eine Indexmenge, zum Beispiel, die nur enthält 1 und 2. Sie haben F1, F2, Sie bilden den Schnitt und dann kriegen Sie also wieder eine Sigma-Algebra heraus. Und das gilt aber sogar für beliebige Indexmengen. Sie können sich da die reellen Zahlen vorstellen, Sie können sich die natürlichen vorstellen, ganz egal. Wann immer Sie Schnitte von Sigma-Algebren bilden, bleibt das eine Sigma-Algebra auf der vorgegebenen Menge.
Und das wollen wir auch zeigen. Wie würden Sie das beweisen? Wie beweist man sowas? Na, wenn man zeigen will, dass was ein Sigma-Algebra ist, was muss man tun? Drei Eigenschaften nachprüfen. Dann sage ich mal so, das ist wirklich buchhalterisch, oder? Ein Sigma-Algebra ist durch drei Eigenschaften definiert, ja, da muss man die definierenden Eigenschaften nachprüfen. Nutzt halt nichts. Und jetzt schauen wir, ob wir das können. Damit wir nicht ganz so viel jedes Mal schreiben müssen, setzen wir halt diese hoffentlich neue Sigma-Algebra gleich F. Den geben wir jetzt den Namen F, also das soll dieser Schnitt über klein j aus groß j über die fj sein. Und zu zeigen ist, F ist eine Sigma-Algebra. Das heißt, wir prüfen drei Eigenschaften nach. Ja, Eigenschaft 1. Die ganze Menge muss wieder drin sein. Ich meine, bevor wir uns genau überlegen, was das jetzt bedeutet und wie man es nachweist, sagen Sie mir nochmal, was ist denn das da oben? Was ist denn der Schnitt über alle diese Mengensysteme? Wie ist denn der definiert? Das ist eine Menge, oder? Eine Menge, für die was gilt? Sie haben einen Vorschlag? Ja. Nein, jeder einzelnen Indexmenge, wenn es in jeder Sigma-Algebra liegt. Was heißt der Durchschnitt? Was heißt das, wenn Sie den Durchschnitt bilden? In den Durchschnitt tun Sie rein, was in allen einzelnen FJs drin ist, oder? Das heißt, Sie haben da nur Mengen drin. Achtung, Sie müssen aufpassen, Elemente von FJ sind wieder Mengen, und zwar Teilmengen von Omega, für die was gilt? Na, dass sie überall da drin liegen, oder? Das heißt also, es muss gelten für alle J aus J, dass A in FJ ist. So ist dieser Durchschnitt hier definiert. Also, Sie haben hier ein neues Mengensystem, dieses hier. Sie nehmen alle Teilmengen von Omega, wo einfach vorausgesetzt ist, dass diese in allen FJs liegen. Das ist der Durchschnitt, so ist der definiert. Und wenn wir jetzt nachweisen wollen, dass Omega da drin ist, was müssen wir tun? Was ist hier zu zeigen? Zu zeigen ist also, ist Omega in F? Was würde das heißen? Genau, also in allen FJ sein. Sigma-Algebren ist der Plural, genau. Also, wenn Omega in diesem F sein muss, dann muss es in allen FJ sein. Das ist das Ziel. Und das überlegen wir uns halt jetzt. Also, man kann so sagen, hier zu zeigen ist, dass für alle J aus Groß J gilt, dass Omega in FJ ist. Brauche ich jetzt was zeigen? Na, warum nicht? Weil jedes der FJ ist eine Sigma-Algebra. Und gewonnen. Das heißt also, jedes FJ ist eine Sigma-Algebra. Jede Sigma-Algebra muss die gesamte Menge enthalten. Das heißt, ganz klar, da ist nichts zu zeigen. Ich schreibe ja trotzdem vielleicht noch einen Folgepfeil. Omega ist tatsächlich in F, passt. Es liegt in jedem FJ, damit auch im Durchschnitt drin. Also haben wir schon mal gewonnen, was das angeht. Und Sie sehen, so geht man hier vor. Also noch einmal, ich muss einfach zeigen, dass entsprechendes in jeder einzelnen Sigma-Algebra dann eben drin liegt. So, Sigma 2. Was muss ich jetzt tun? Jetzt muss ich mir ein Element von F nehmen. Und zwar irgendein Ereignis A. Und was muss ich für dieses Ereignis A zeigen? Für jedes solche Ereignis, dass auch das Komplement wieder drin liegt. Das heißt, ich muss zeigen, dass A-Komplement auch in F ist. Okay, das ist jetzt zu tun. Wie zeige ich das? Ja, ich muss wieder zeigen, es liegt in jedem einzelnen FJ. Ist das schwierig? Na, wenn A in F liegt, folgt daraus was? Ja, das heißt, es liegt in diesem Durchschnitt. Wie ist der da oben aber definiert? Ja, das liegt in jedem einzelnen FJ. Also für alle J aus Groß J gilt, dass dieses A in FJ ist. Nach Voraussetzung, warum? Noch einmal, das ist ja gerade der Durchschnitt. Wenn was im Durchschnitt liegt, bedeutet das, es liegt in allen FJs. Da habe ich jetzt nichts gemacht. Und jetzt wissen wir aber wieder hier, das ist eine Sigma-Algebra. Ganz egal, wie ich das J da wähle. Und was wissen wir über Sigma-Algebra? Die ist komplementstabil. Das heißt, wenn ich jetzt das Komplement bilde, dann ist ganz klar, A ist hier drin und damit auch das Komplement. Also das wäre jetzt Sigma 2. Und zwar, aufgepasst, welches Sigma 2? Das ist das Sigma 2 für das FJ. Und damit sehen wir also hier, für alle J aus J muss gelten, dass auch das Komplement in FJ ist. Ich lese, für alle J aus J gilt, dass das Komplement in FJ ist. Ja, wo liegt es dann drin?
im Durchschnitt. Also, A liegt in S. Haken dahinter passt. Und Sie sehen, so geht man einfach vor. Das liegt einfach immer in jedem drin und damit passt es wieder. Sie müssen halt die passende Eigenschaft der Sigma-Algebren FJ anwenden. Sigma 3. Ja, ich glaube, da brauche ich schon gar nicht mehr viel helfen. Also geht eh schon fast ganz automatisch. Wir legen los. Und zwar, wir müssen natürlich sagen, was ist diese Eigenschaft Sigma 3? Sigma Vereinigungsstabilität. Da müssen wir mit einer Folge starten. Das heißt also, wir starten mit einer Menge an, n gleich 1 bis unendlich, von Elementen in F, also so eine Folge eben von Ereignissen in F. Und was ist zu zeigen? Zu zeigen ist, dass dann auch wieder die Vereinigung drin ist. Und zwar Vereinigung von n gleich 1 bis unendlich über die a1, das muss auch wieder in F liegen. Das bedeutet Sigma-Vereinigungsstabilität und ich habe also gerade eine Frage da oben entdeckt. Wie bitte? Ah, da sollte C stehen, ja. Also auch das Komplement ist drin. Gut, diese Implikation war zwar auch richtig, aber vielleicht nicht sehr sinnvoll. Ja, danke, da habe ich C vergessen. Noch eine Frage? Na Achtung, es gibt ein, das entspricht der Vereinigung. Dem Schnitt entspricht für alle. Also was bedeutet das, wenn Sie A geschnitten B hinschreiben? Das sind alle Elemente, die sowohl in A als auch in B liegen, oder? Also Achtung, dem mengentheoretischen Durchschnitt entspricht also für alle. Der Vereinigung entspricht, es gibt einen. Also danke für die Frage, also ich vertausche das auch ständig, also ich kann das vollkommen verstehen. Also euch ist klar, was wir jetzt hier zeigen müssen. Wie zeigen wir es? Na, wie immer, oder? Wir überlegen uns wieder, was gilt für die einzelnen a1s. Für alle j aus j und für jedes einzelne n aus n gilt, dass an wo liegen muss. Wir haben hier eine Folge von a1s. Die liegen alle in f. Das heißt, wo muss jedes der a1s drin liegen? Na, in jedem der fj. Also noch einmal, das an immer, das ist in f. F ist der Durchschnitt und damit muss es in jedem der fj liegen. Passt. Was wissen wir aber auch wieder sofort? Ja, wenn alle a1s in dem fj drin liegen, und das ist ein Sigma-Algebra, was liegt auch wieder drin? Die Vereinigung. Also, sehen wir sofort, für alle j aus Groß J gilt, dass die Vereinigung von n gleich 1 bis unendlich über die a1s wieder in fj liegt. Solala. Und wie haben wir das geschlossen? Ja, mit der Eigenschaft Sigma 3, also mit der Sigma-Vereinigungsstabilität für jedes der fj. Das sind ja Sigma-Algebren. Ja, und damit haben wir es aber auch wieder geschafft. Sie sehen, diese Teilmenge liegt in jedem der fj, ja, und damit liegt sie aber im Schnitt. Das heißt, die Vereinigung von n gleich 1 bis unendlich über die a1s liegt in f. Und Haken dahinter gewonnen. Es ist tatsächlich eine Sigma-Algebra. Haben Sie zu dem Beweis mal Fragen? Also ich würde sagen, das ist einer der sehr anfänglichen, ganz einfachen Nachweise, dass etwas eine Sigma-Algebra ist, aber Sie sehen schon ein bisschen, wie die Vorgehensweise ist. Man muss halt die Eigenschaften nachprüfen. In dem Fall war es fast geschenkt, oder? Man muss nur immer wieder auf die Eigenschaften der einzelnen Sigma-Algebren gehen und dann steht es eigentlich eh schon da. Na gut. Jetzt, was tun wir damit, oder? Also irgendwie sollte man sich schon überlegen, was kann man mit sowas machen? Und ich zeige Ihnen hier ein Beispiel, was man damit machen kann. Was Sie hier sehen ist, Omega nehmen Sie jetzt zum Beispiel, so wie es da steht, das Einheitsintervall. Sie können sich zum Beispiel vorstellen, das Einheitsintervall interessiert Sie deswegen, weil Sie ein Zufallsexperiment haben, wo die Elementareignisse dann in diesem Einheitsintervall liegen. Was könnte es sein? Ja, so Pseudo-Zufallszahlen im Einheitsintervall. Sie könnten sich zum Beispiel vorstellen, eine zufällige Wartezeit oder so. Sie wissen, Sie können also maximal eine Minute warten. Die gesamte Wartezeit ist allerdings zufällig. Das wäre ein Zufallsexperiment, was dieser Ergebnismenge entsprechen würde. Und jetzt wollen Sie Folgendes haben. Sie hätten jetzt ganz gern, dass Sie zwei Dinge beobachten können. Und zwar, das schreibe ich Ihnen hin. Sie haben jetzt, also noch einmal, Omega gleich 0,1. Und Sie haben zwei Dinge, die Sie ganz gerne beobachten können wollten. Und zwar, Sie hätten ganz gerne, dass A1, dieses Intervall von 0 bis 1,5 so offen, dass das ein Ereignis wird. Und Sie hätten ganz gerne, dass A2, und da sehen Sie, das soll also
die Menge sein, die nur 3/4 enthält, dass das hier Ereignisse sind. Ich würde jetzt ganz gerne Folgendes finden. Ich würde ganz gerne finden, die kleinste Sigma-Algebra, die diese beiden Ereignisse enthält. Also, ich will Dinge beobachten können, aber was nicht realistisch ist, dass ich alles beobachten kann. Und jetzt suche ich also den kleinsten Informationsstand, wenn Sie so wollen, so, dass ich diese beiden Dinge, wie gesagt, beobachten kann. Und das bedeutet, wir wollen ganz gerne, dass das Mengensystem G, bestehend aus A1, A2, diesen beiden Ereignissen, dass das hier eine Teilmenge der gesuchten Sigma-Algebra ist. Wir hätten also noch einmal was ganz gerne. Wir hätten gerne eine Sigma-Algebra F, Sigma-Algebra auf natürlich Omega, mit der Eigenschaft, dass sowohl A1 als auch A2 Element dieser Sigma-Algebra ist. Und wir hätten davon noch ganz gerne die kleinste. Weil irgendeine kann ich Ihnen sofort hinschreiben. Welche denn? Die ganze Potenzmenge. Aber die interessiert da keinen. Wir wollen wirklich die kleinste Sigma-Algebra haben, sodass das gilt. Und Sie können es auch so interpretieren, Sie wollen die kleinste Sigma-Algebra haben, sodass dieses Mengensystem G eine Teilmenge von eben diesem Mengensystem F, dieser Sigma-Algebra ist. Das ist das Ziel, das ist die Aufgabe hier. Und dann können Sie sich halt überlegen, na, in dieser kleinsten Sigma-Algebra, was muss da alles drin sein? Und wir werden also dieses Symbol hier einführen, was da oben steht, Sigma von G. So nennen wir diese kleinste Sigma-Algebra. Und dann fragen Sie sich ja, was ist da drin? Unter A sehen Sie, ist dieses Intervall von 3/4 bis 1 drin, mit den entsprechenden offenen bzw. abgeschlossenen Klammern da, also sprich Randpunkten dazu oder nicht, und so weiter und so fort. Und Sie können sich schon ein bisschen überlegen, was müsste da drin sein, was ist da eher nicht drin, mit was komme ich aus? Was ist hier vollkommen unklar? Gibt es überhaupt eine kleinste Sigma-Algebra, die ein vorgegebenes Mengensystem enthält? Das ist unklar. Und zweitens, na, wie konstruiert man das Ding, oder? Keine Ahnung. Und das werden wir jetzt natürlich zeigen. Und Sie werden sehen, genau so. Also diesen Satz haben wir nicht umsonst bewiesen. Wir werden es genau als so einen Schnitt von eben Sigma-Algebren konstruieren und werden sehen, das gibt es wirklich. Also erstes Beispiel, warum man die kleinste Sigma-Algebra gerne betrachten würde. Ich gebe Ihnen nur ein weiteres Beispiel. Und zwar können wir vielleicht ganz explizit auch mal sowas konstruieren. Und zwar in dem Fall, dass wir Folgendes gegeben haben. Sie nehmen sich jetzt einfach nur eine Teilmenge A von Omega mit der Eigenschaft, dass A nicht gerade ganz Omega ist. Und was soll noch gelten? A soll nicht gerade die leere Menge sein. Also Sie nehmen sich eine nicht leere Menge, die nicht ganz Omega ist. Insbesondere sehen Sie da, Omega sollte auch nicht gerade die leere Menge sein, sonst ist es auch ganz unspannend. Und noch einmal irgendeine vorgegebene Teilmenge. Und was Sie jetzt suchen ist, also gesucht ist hier die kleinste Sigma-Algebra. Also gesucht ist die kleinste Sigma-Algebra. Die ich jetzt F nenne, F auf Omega, mit der Eigenschaft, dass dieses A tatsächlich also ein Ereignis wird. Also Sie sagen einfach, da gibt es eine Teilmenge, die wollen Sie beobachten können. Sie können sich zum Beispiel das beim Würfeln nochmal vorstellen, machen Sie es ganz konkret, etwa ein Beispiel im Beispiel wäre, Sie haben Omega ist 1 bis 6, und Sie haben A ist gleich 1, 3, 5. Und Sie suchen jetzt die kleinste Sigma-Algebra, den kleinsten Informationsstand, stellen Sie sich vor, so dass Sie eben beobachten können, es tritt also hier eine ungerade Augenzahl auf. Das ist hier jetzt das, was wir haben wollen. Sollte Ihnen schon ein bisschen bekannt vorkommen, weil das habe ich Ihnen sogar schon mal hingeschrieben. Wer hat einen Vorschlag, wie diese Sigma-Algebra aussehen könnte? Wie sieht dieses F aus? Übrigens, was heißt immer die kleinste? Was bedeutet das überhaupt? Kleinste bezüglich was? Ja, bezüglich der Mengeninklusion, oder? Also sprich, jede andere Sigma-Algebra, die dieses Mengensystem enthält, in dem Fall dieses Ereignis enthält, soll eine Obermenge sein, oder? Damit ist die kleinste. Was brauche ich denn in jeder Sigma-Algebra? Leere Menge muss drin sein. Was muss noch drin sein? Die ganze Menge. So, das wäre jetzt die kleinste Sigma-Algebra, die es überhaupt gibt, oder? Also, ich meine,
Gut. Wenn jetzt aber A nicht Omega und nicht die leere Menge ist, dann reicht es nicht. Ja, was muss sicher noch drin sein? Ja, A ist ja gefordert. Okay. A muss drin sein. Was muss zu A noch drin sein? Das Komplement. Und jetzt ist die Frage, fehlt mir was? Was muss ich überlegen? Also noch einmal, was ich jetzt bisher da checken muss, ist Omega drin? Passt, Haken drunter. Ist zu jeder Menge das Komplement drin? Ja, das Komplement der leeren Menge ist die ganze Menge. Das Komplement von A ist A-Komplement. Das Komplement von A-Komplement ist A. Passt. Zweite Eigenschaft erfüllt. Und jetzt muss ich halt nur überlegen, sind alle Vereinigungen wieder drin? Warum reicht es jetzt an dieser Stelle noch, einfach zu schauen, ob jeweils die Vereinigung von zwei Mengen drin ist? Wenn Omega endlich ist, ist kein Unterschied, ob es ein Sigma-Algebra ist oder. Ja, also vielleicht nochmal laut für alle, wenn Omega endlich ist, dann ist Algebra äquivalent zu Sigma-Algebra. Ja gut, ob Omega endlich ist, wissen wir jetzt an der Stelle gar nicht. In dem konkreten Fall wäre es tatsächlich so. Da wir es jetzt vorausgesetzt haben, nicht, aber was haben wir noch gezeigt? Ja, wenn die Sigma-Algebra nur endlich viele Elemente enthält, das wären hier vier, wenn es wirklich eine ist, dann ist auch Algebra äquivalent zu Sigma-Algebra. Das heißt, Sie brauchen sich nur anschauen, ob die Vereinigung von je zwei Ereignissen wieder ein Ereignis ist. Und jetzt probieren wir das. Was gibt die leere Menge vereinigt mit Omega? Omega. Leere Menge vereinigt mit A? A. Und so weiter und so fort. Wenn ich irgendwas mit der leeren Menge vereinige, eh kein Problem. Was gibt Omega mit irgendwas vereinigt? Ja, Omega. Passt. Auch wieder drin. Was gibt A mit irgendwas anderem hier vereinigt? Ja, leere Menge haben wir schon. Mit Omega haben wir schon. Mit A-Komplement gibt es Omega. Passt. Ja, A-Komplement mit A ist nur interessant, gibt aber A-Omega. Fertig. Das ist eine Sigma-Algebra. Und Sie sehen, das ist die kleinste Sigma-Algebra, die also dieses Ereignis enthält. Und der gibt man halt einen Namen, die nennt man dann Sigma von, und zwar dem Mengensystem hier, das Sie da unbedingt drin haben wollen. Also sprich, das wäre jetzt die kleinste Sigma-Algebra, die von diesem Mengensystem erzeugt wird, das nur das Ereignis A enthält. Und das hier nennt man also die erzeugte Sigma-Algebra und um die wird es sich jetzt hier drehen. Die wollen wir jetzt genauer behandeln. Gehen wir nochmal in das Beispiel zurück. In dem Beispiel, was wäre hier A-Komplement? Das wäre konkret interpretiert. Ja, Omega ohne A. Und konkret in dem Beispiel beim Würfeln, das hier ist also das Ereignis ungerade Augenzahl, das Komplement ist gerade Augenzahl. Wenn Sie beobachten können, dass eine ungerade Augenzahl auftritt, dann können Sie automatisch auch beobachten, dass keine ungerade, sprich eine gerade eintritt. Ja, okay. Sie sehen schon, das ist irgendwie konsistent, wie man das da macht. Passt. Haben Sie bis dahin einmal Fragen oder können Sie sich darunter was vorstellen? Kann man sich vorstellen, das ist ganz gut. Und jetzt wollen wir aber wirklich das, was ich Ihnen da jetzt gezeigt habe, definieren und einen passenden Satz dazu machen. Und zwar geht es jetzt darum, dass wir definieren, was die sogenannte erzeugte Sigma-Algebra ist und dass es eine Sigma-Algebra ist, und zwar die kleinste, die ein vorgegebenes Mengensystem enthält. Also, was haben wir gegeben? Es sei G, Teilmenge der Potenzmenge, ein vorgegebenes Mengensystem. Also, Sie haben jetzt einfach, noch einmal, ein vorgegebenes Mengensystem. Ein Mengensystem ist immer eine Teilmenge der Potenzmenge. Und Sie stellen sich jetzt vor, das sind alles diese Teilmengen, die Sie zu Ereignissen machen wollen, die Sie beobachten können wollen. Und dann ist die Aussage die folgende. Dann gibt es eine bezüglich der Mengeninklusion, also bezüglich Teilmenge, also dann gibt es eine bezüglich der Teilmengenrelation kleinste Sigma-Algebra. Und zwar, welche dieses Mengensystem enthält. Also, welche G enthält. Und was ist die Bezeichnung hier dafür? Ja, die Bezeichnung ist Sigma von G. Also, dieser Sigma-Operator, der bildet Ihnen eine solche Teilmenge der Potenzmenge, sprich ein Mengensystem ab, auf die kleinste Sigma-Algebra, die dieses Mengensystem enthält. Und dieses Sigma von G, das nennt sich dann die von diesem Mengensystem G erzeugte Sigma-Algebra. Natürlich soll das eine Sigma-Algebra immer auf Omega werden, also
wenn ich nichts anderes dazu sage, heißt immer Sigma-Algebra auf Omega, das ist diese Grundmenge, die vorgegeben ist. Okay, also das ist die Erzeugung einer Sigma-Algebra. Und noch einmal, es geht immer darum, dass Sie die kleinste finden, die vorgegebene Ereignisse enthält, so müssen Sie sich das vorstellen. Gut, das ist die Frage, wie ist die gegeben, und das ist auch noch Teil des Satzes. Sie können jetzt eine Indexmenge definieren. Und zwar, Sie definieren jetzt JG wie folgt. Sie nehmen jetzt einfach alle Sigma-Algebren, die dieses G enthalten. Also Sie starten jetzt da mit F, einer Sigma-Algebra auf Omega. Und Sie wollen, dass diese Sigma-Algebra dieses G, dieses Mengensystem enthält. Also noch einmal, das ist jetzt eventuell wahnsinnig wüste Indexmenge. Noch einmal, Sie nehmen alle Sigma-Algebren, und zwar alle, die mal dieses Mengensystem enthalten. Sie sehen also, G muss Teilmenge einer jeden Sigma-Algebra sein, die Sie da haben. Ist diese Indexmenge leer? Können Sie irgendwas finden, was da drin liegt? Immer. Wer hat einen Vorschlag? Ich behaupte, es gibt eine Sigma-Algebra, die jedes Mengensystem enthält. Welche ist denn das? Die Potenzmenge ist immer Sigma-Algebra. Das heißt, Sie sehen, da gibt es eine Sigma-Algebra, die immer dieses Mengensystem enthält. Was ist aber das Problem dran? Ja, meistens ist das nicht die kleinste, oder? Also das heißt, wir wissen zwar mal, diese Menge ist nicht leer, aber wir wollen da das Kleinste herausfischen. Also bitte beachten Sie, dieses Mengensystem, also diese Menge von Sigma-Algebren, die ist nicht leer. Und zwar aufgrund dessen, dass die Potenzmenge da drin liegt. Und jetzt überlege ich mir Folgendes. Ja, wie kann ich denn sozusagen jetzt was kleiner bezüglich der Mengeninklusion machen? Ja, indem ich Schnitte bilde. Ich bilde jetzt einfach den Schnitt über alle diese Sigma-Algebren F, die in diesem JG liegen. Das heißt, Sie nehmen sich alle Sigma-Algebren, die die richtige Eigenschaft haben, und darüber bilden Sie den Schnitt. Ja, und das liefert Ihnen die kleinste. Ist das überraschend? Na, absolut nicht. Wenn Sie irgendeine Sigma-Algebra da nehmen, dann haben Sie das immer als Obermenge dieser hier. Also noch einmal, wenn Sie A geschnitten B haben, dann ist A und B immer eine Obermenge des Schnitts. Das heißt, jede Sigma-Algebra, noch einmal, die also hier drin liegt, ist eine Obermenge, aber das sind alle Sigma-Algebren, die das Mengensystem enthalten. Ja, und wenn wir jetzt zeigen können, dass das eine Sigma-Algebra ist, dann ist das die kleinste. Also, ich weiß, wenn ich Ihnen das jetzt mal so sage, dann verstehen Sie es vielleicht noch nicht ganz, das ist also ein bisschen schnell gesagt. Wir werden es jetzt natürlich nochmal genau durchgehen. Also, so konstruiert man die kleinste Sigma-Algebra. Das Erste, was Sie sich überlegen sollten, ist, warum ist es eine Sigma-Algebra? Wer hat eine Antwort drauf? Warum ist es eine Sigma-Algebra? Hat jemand eine Antwort drauf? Da gibt es eine. Weil der Schnitt für Sigma-Algebra wieder... Ein Sigma-Algebra ist, weil wir es gerade gezeigt haben. Wichtig waren also zwei Dinge. Erstens einmal, über das, was ich den Schnitt da bilde, das müssen alles Sigma-Algebren sein. Aber der Punkt ist, wenn Sie dieses JG da drüben anschauen, da sind ja nur Sigma-Algebren drin. Passt. Und jetzt muss ich mir nur überlegen, warum ist es nicht leer? Noch einmal, wir haben also, dass die gesamte Potenzmenge sicherlich enthalten ist in dieser Indexmenge JG. Und damit folgt also, es ist diese Indexmenge nicht leer. Und jetzt schauen wir uns noch einmal diesen Schnitt an. Also das ist ein Schnitt über alle Sigma-Algebren, also sind schon Sigma-Algebren, die G enthalten. Und damit nach dem Satz selber wieder eine Sigma-Algebra. Also nach dem Satz zuvor. Im Skriptum hat er sicher eine Nummer. Und damit ist das schon mal abgehakt. Wir haben einfach schon, dass das eine Sigma-Algebra ist. Da braucht man immer mehr zeigen. Und jetzt stellt sich aber noch die eine Frage, warum ist das die kleinste? Gehen wir das nochmal durch. Warum ist das wirklich die kleinste Sigma-Algebra, die jetzt dieses Mengensystem hier enthält? Und wie argumentieren wir da jetzt? Wie zeigt man jetzt, dass bezüglich der Mengeninklusion das Kleinste ist? Na, Sie nehmen sich jetzt irgendeine Sigma-Algebra mit dieser Eigenschaft und zeigen, die enthält diese Sigma-Algebra. Dann haben Sie also gezeigt, das ist die Kleinste. Also noch einmal, wir nehmen uns jetzt, also sei
ich nenne es mal F-Schlange, eine Sigma-Algebra, und zwar auf Omega, mit der Eigenschaft, dass sie das Mengensystem enthält. Sie hätten einfach schnell so hinschreiben können, Sie nehmen sich jetzt irgendein F-Schlange, und zwar was in JG liegt. Weil dieses JG beinhaltet alle diese Sigma-Algebren mit genau dieser Eigenschaft. Und was sehen Sie jetzt da? Was passiert denn, wenn Sie jetzt vergleichen den Schnitt von allen Fs aus JG über F und das vergleichen Sie jetzt bezüglich der Mengeninklusion mit F-Schlange? Ja, schauen Sie mal dahin. Da steht der Schnitt über alle F aus JG. Was ist in JG insbesondere drin? Das F-Schlange. Das F-Schlange schneiden Sie jetzt mit Dingen. Was passiert? Ja, das kann nur weniger werden. Das heißt, jedes von diesen F-Schlanges, komischer Plural, muss also eben eine Obermenge sein, oder? Noch einmal, Sie bilden also den Schnitt und Sie schneiden hier definitiv irgendwann mit diesem F-Schlange. Das heißt, das F-Schlange ist eine Obermenge. Ja, und Sie sehen, damit ist das die kleinste Sigma-Algebra mit der Eigenschaft, weil jede weitere eine Obermenge ist. Also, damit folgt, Sie sehen also, dieses Sigma von G, was genau dieser Schnitt ist, ist also die kleinste Sigma-Algebra mit der Eigenschaft, also besitzt diese Minimaleigenschaft. Minimal unter Anführungszeichen ist halt die kleinste bezüglich der Mengeninklusion. Und damit sind wir fertig. Ich sehe da so oben noch skeptische Gesichter. Sonst bitte nachfragen, wenn noch was unklar ist. Kommt Ihnen das komplett geklärt vor? Nicht ganz. Warum nicht? Mir läuft der Beweis kritisch an. Welcher Beweis? Ab da? Ja, ab da. Okay. Wir müssen nochmal überlegen, was das heißt, dass wir die kleinste Sigma-Algebra haben mit einer vorgegebenen Eigenschaft. Ja, das heißt, wenn ich eine weitere Sigma-Algebra nehme, dann ist es eine Obermenge. Oder? Das haben wir aber da gerade gezeigt. Wir nehmen eine weitere Sigma-Algebra und sie ist eine Obermenge. Genau das haben wir getan. Ist nur unklar, warum das so ist. Weil im Prinzip, wenn Sie einen Schnitt bilden, dann ist jeder Faktor eine Obermenge des Schnitts. Oder? Stellen Sie sich zwei Mengen vor, Sie schneiden die miteinander, jede der Mengen ist eine Obermenge des Schnitts. Ja. Und genauso ist es für diese Mengensysteme. Ob das jetzt sozusagen hier so, also welche Art von Teilmengen das sind, das überlegen Sie sich am besten jetzt gar nicht. Das ist natürlich schon wieder eine Menge von Mengen, aber da würde ich jetzt nicht drüber nachdenken. Sondern Sie schneiden einfach nur gewisse Mengen miteinander und dann ist klar, alles was hier drin liegt, muss eine Obermenge sein. Und damit sind wir fertig. Also wenn Sie irgendwie was Kleinstes bezüglich der Mengeninklusion finden wollen, dann erhalten Sie das eben immer mit dem Schnitt. Na gut, ich würde sagen, jetzt überlegen wir uns ein bisschen diese Aufgabe, die hier oben steht. Genauer, wir werden Sie halt mal so weit vorbereiten, dass Sie also in der Pause entsprechend drüber nachdenken. Also, schauen wir nochmal, was wir da haben. Omega ist also 0,1, wenn wir nochmal in dieses Beispiel hier reingehen. Und wir haben also gesehen, dieses G hier besteht also aus A1, A2. Und zwar so, wie Ihnen das eben vorher da rechts auf die Tafel geschrieben hat. Und jetzt gesucht ist, was ist Sigma von G? Was ist das? Und ich gebe Ihnen jetzt folgende Aufgabe. Finden Sie alle Elemente. Also Sie können gerne in der Pause da an die Tafel gehen und Sie schreiben einfach da alle Elemente rein. Also das ist die Aufgabe für die Pause und wir machen mit der Vorlesung weiter um 19:15. Also, wir machen weiter. Genau, der Kollege macht jetzt hier weiter, der also erkannt hat, dass es hier zwei Probleme gibt. Und zwar das erste, was einmal hier nicht ganz optimal ist, wir haben hier die Menge von zwei Mengen, sehen Sie da wieder. Und Achtung, das da ist sozusagen eine Ebene zu tief, ja? Also das müsste mal weg. Gut, wir kriegen auch gleich eine Skizze dazu präsentiert. Und was Sie also da erkennen können, ist, da wurde vorgeschlagen, dass man diese beiden Mengen noch dazu tun muss. Na, warum braucht man die dann nicht mehr? Warum sind die nicht mehr notwendig? Bitte Sie erklären. Wir haben hier zwei Dinger, zwei Mengen, die elementweise also die disjunkt sind. Das heißt, wenn ich alle vier Möglichkeiten bilde, von den Komplementen oder eben Nicht-Komplementen sie zu kombinieren, bekomme ich nur drei statt vier, weil eine davon die leere Menge ist und die haben wir ja schon. Ja, so kann man das also sehen. Und insbesondere wäre zum Beispiel
A2 geschnitten A1 Komplement was? Das wäre A2 ohne A1. Also A2 ohne den Schnitt von A1 und A2. Also A2 ohne die Lernmenge, also A2. So kann man es sagen, weil der Punkt ist, was ist nämlich im Komplement drin? Alles, was nicht in A1 ist. Ist aber was in A1, was auch in A2 ist? Na, die sind nämlich disjunkt. Sie haben vorher gesehen, das sind die ganz konkreten da oben. Das ist das Intervall 0,5 und diese Menge, die nur 3/4 enthält, die sind disjunkt. Und damit ist das einfach nur A2, das haben wir aber oben schon drin und hier analog. Das heißt, das da kommt wieder weg. Und wenn ich kombiniere, dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Lehre und Omega sind dann 8 verschiedene Dinge und das sehen wir von der Hammer gemacht. Das ist auch perfekt gezählt. Was Sie irgendwann einmal zeigen werden und können, ist, wenn Sie also hier zwei disjunkte Teilmengen haben, A1, A2, dann sollte die Sigma-Algebra, die kleinste, die enthält, 8 Elemente haben. 2 hoch Anzahl dieser Mengen plus 1. Also sind 8. Kann man beweisen. Deswegen lasse ich mir also darauf ein, dass Sie die da hinschreiben und ich dann überlege, ob alle drin sind. Weil wenn ich nicht wüsste, dass 8 sind, dann, naja, könnte schwierig werden. Wenn die nicht disjunkt sind, müssen Sie halt ein bisschen mehr überlegen. Da müssen Sie halt immer überlegen, tut man sich halt leichter, ist die Differenz drin und so weiter und so fort. Aber jetzt schauen wir, ob hier alles drin ist. Die leere Menge muss drin sein, die ganze Menge muss drin sein. Die beiden Mengen selber eh klar. Ihre Komplemente, nona, die Vereinigung passt. Und dann haben Sie also hier noch den Schnitt der Komplemente, ja, da ist klar, dass er drin sein muss und das ist nichts, was ich bereits habe. Ja, und damit sind es 8 Elemente. Wenn wir das glauben, sind wir jetzt fertig und Sie prüfen einfach nach, das ist eine Sigma-Algebra und damit ist es auch dann die kleinste, weil Sie sozusagen nichts vergessen haben. Aber Achtung, das ist ein bisschen trickreich, oder? Sie müssen sich wirklich überlegen, was muss alles drin sein? Sie dürfen nichts mehrfach nennen. Gut, Sie können das ja immer mehrfach in eine Menge reinschreiben. Das ist im Prinzip jetzt nicht so kritisch. Und dann eben müssen Sie halt schauen, ist es wirklich eine Sigma-Algebra? Ja? Moment einmal. Na, also der Punkt ist, das kann man jetzt nicht alles durchspielen, aber viele sozusagen der Schnitte, die Sie da bilden, sind leer, weil die, oder ganz Omega, die Vereinigungen, und zwar deswegen, weil die beiden disjunkt sind. So wie Sie das da unten auch sehen. Viele Fälle sozusagen fallen dann da raus. Also überlegen Sie sich das in Ruhe am besten nochmal durch, aber das sind alle, die man hier braucht. Und insbesondere, wenn man die Frage jetzt da beantworten möchte, na, was würden Sie sagen, was stimmt nicht? Also, wie kriegen Sie B? Was ist B? Also, da haben wir 1/2, 1, dieses Intervall, beachten Sie hier, abgeschlossen, ohne, und da haben wir also 3/4. Jetzt müssen wir das halt bloß identifizieren. Was ist das, was da steht? Das ist A1 Komplement, oder? Also wenn Sie das Komplement hier bilden, dann kriegen Sie dieses abgeschlossene Intervall. Sie bilden nämlich das Komplement zum Einheitsintervall 0,1. Ja, und das hier ist A2. Wie können Sie A1 Komplement ohne A2 hinschreiben? Ja, das ist gerade A1 Komplement geschnitten A2 Komplement. Und hurra, das haben wir drin. Also passt. Was Sie auch sofort sehen ist, mit dieser offenen Klammer hier links, das stimmt nicht. Das kriegen Sie nicht hin. Das ist nämlich nicht das Komplement von A1, oder? Da fehlt Ihnen also dieser Randpunkt. Also Sie sehen da, dieses C würde nicht stimmen, ja, und A ist sowieso komplett frei erfunden, oder? Also wie soll man da auf 3/4 bis 1 kommen? Das liegt also hier oben nicht drin. Und Sie sehen, wenn Sie also nur so endlich viele Ereignisse haben oder beziehungsweise endlich viele Mengen, die Sie zu Ereignissen machen wollen, dann können Sie das schon relativ also konkret machen. Bei 2 lässt sich das nur recht leicht hinschreiben. Jetzt stellen Sie sich das für 3 vor. Wird schon mühsam. Und zwar, Sie müssen immer schauen, dass Komplemente drin sind und dann wieder die Vereinigungen. Und umgekehrt, dück, 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 und dann kriegen Sie wieder Mengen dazu, Sie brauchen wieder die Komplemente, wieder die Vereinigungen. Das ist ein wahnsinnig diffiziler Prozess. Für 3 schon. Stellen Sie sich für 4 vor, für 5 vor. Der Punkt ist, das können aber unendlich viele sein. Und da sehen Sie schon, Sie kriegen dann nicht mehr so wirklich den Griff auf diese Elemente drauf. Insbesondere bei komplizierteren eben Sigma-Algebren werden wir sehen, da können Sie einfach nicht mehr genau sagen, was die Elemente sind, die drin sind, aber wie Sie sie konstruieren können, das können Sie angeben und das machen Sie genau über diesen Schnitt schlussendlich. Damit beschließen wir dieses Beispiel. Ich will jetzt mal eine kleine Bemerkung hier machen, und zwar eine sehr wichtige Bemerkung. Wenn Sie zwei Mengensysteme haben, G1, G2, das sind beides also Teilmengen, und zwar der Potenzmenge, also noch einmal Mengensysteme. Und Sie bilden jetzt die kleinsten Sigma-Algebren, also einmal Sigma G1 und einmal Sigma G2,
die das jeweilige Mengensystem enthalten, ja dann erhält sich was? Der Sigma-Operator, so kann man den da nennen, der erhält die Teilmengenrelation. Das heißt, wenn Sie die kleinste Sigma-Algebra bilden, die G1 enthält, die G2 enthält, dann bleibt diese Teilmengenrelation erhalten. Man nennt deswegen den Sigma-Operator inklusionserhaltend. Und das ist super wichtig, das merken wir uns, okay? Also der Sigma-Operator ist inklusionserhaltend und das werden Sie also in den Übungen zeigen. Im Prinzip, wenn Sie sich anschauen, wie jetzt wirklich diese Sigma-Algebren konstruiert werden, diese erzeugten, dann werden Sie sehen, das ist eigentlich total klar. Man muss es bloß nur richtig hinschreiben. Frage? Mein Gott, nein. Das sollte auch noch stehen. So, G1, Entschuldigung. Haben wir gedacht, ich habe es schon dazwischen geschrieben und nur mehr auf die Teilmenge geschaut. Ja, G1 ist eine Teilmenge von G2. Entschuldigung, Dankeschön. Also Sie hätten natürlich auch da Teilmenge dazwischen schreiben können. Und eben diese Teilmengenrelation, die wird also durch den Sigma-Operator enthalten. Dankeschön. Okay, erste wichtige Eigenschaft. Eine, die auch noch sehr wichtig ist, ist die folgende. Und zwar, wenn Sie eine Sigma-Algebra haben, was macht dann der Sigma-Operator damit? Also nehmen Sie an, Sie hätten bereits ein Mengensystem, das eine Sigma-Algebra ist. Was ist dann die kleinste Sigma-Algebra, die die vorgegebene Sigma-Algebra enthält? Ja, die Sigma-Algebra selber. Und ich weiß, das schaut jetzt total banal aus. Aber das ist was ganz, ganz Wichtiges. Das, was man nämlich oft tut, ist, dass man versucht, solche Mengensysteme zu schachteln. Und dann zieht man diesen Sigma-Operator drüber und dann kann man Dinge einklemmen. Und wenn man dann zeigen kann, dass das Eingeklemmte eine Sigma-Algebra ist, dann hat man oft schon Gleichheit gezeigt. Das ist alles sehr hypothetisch, können Sie wahrscheinlich nichts Konkretes vorstellen, aber Sie werden sich daran erinnern, wenn man da in Beweise reingehen. Und zwar oft ist, wie gesagt, dieses Schachteln zu zeigen, dass das in der Mitte eine Sigma-Algebra ist und dann diesen Sigma-Operator drüber anwenden, das wird also ein sehr wichtiges Beweisprinzip fast schon werden, kann man sagen. Also das ist ein wichtiges Resultat, obwohl es total banal ausschaut. Haben Sie bis dahin mal Fragen? Wenn es da mal keine gibt, dann kommen wir jetzt zu, ja, ich glaube, einer Kleinigkeit, die sehr anschaulich ist. Wir wollen jetzt mal definieren, was offene, abgeschlossene Mengen sind, und zwar allgemein in RD. Also, warum will ich das jetzt definieren? Der Punkt ist, wir werden jetzt eine der wichtigsten Sigma-Algebren kennenlernen, die sogenannte Borel-Sigma-Algebra, und die soll einfach alle offenen Mengen enthalten. Und wir werden sehen, äquivalent ist dazu, dass sie alle abgeschlossenen enthält. Wir wollen also so eine Sigma-Algebra haben, die also viele für uns interessante Mengen enthält. Und wie gesagt, es wird diese Borel-Sigma-Algebra geben. Aber da müssen wir erst einmal wissen, was sind überhaupt offene und was sind abgeschlossene Mengen. Und zwar in RD. D eine natürliche Zahl. Also D ist immer irgendeine natürliche Zahl. Sie können sich 1 drunter vorstellen, 42 drunter vorstellen, irgendwas. Und was heißt es jetzt, dass eine Menge offen ist? Ja, da müssen wir erst einmal sagen, was sind so richtige Umgebungen, wenn man so will. Und zunächst machen wir da mal so offene Kugeln, die wir definieren. Also, wenn Sie einen Punkt haben, ich nenne den mal Xi oder sowas in der Richtung, das ist irgendein Punkt des RD. Und Sie haben Epsilon, das ist irgendwas größer 0. Dann können Sie definieren, was die offene Kugel mit Radius Epsilon um dieses Xi ist, und zwar sind es die Menge aller Punkte x aus RD, für die was gilt? Was eine Kugel? Wie würden Sie eine Kugel definieren? Für d gleich 3 zum Beispiel, da haben Sie einen Mittelpunkt, das soll das Xi werden. Und Sie wollen jetzt eine Kugel mit Radius Epsilon haben. Ja, welche Punkte sind das? Das ist die Menge aller Punkte, die höchstens welchen Abstand da haben? Epsilon. Und zwar genau, wenn Sie so eine offene Kugel haben wollen, sind es also alle Punkte x, die von Xi einen Abstand kleiner als Epsilon haben. Und jetzt muss man halt nur sagen, was Abstand heißt. Ja, hier verwenden wir die euklidische Norm. Das heißt also, wenn Sie jetzt zum Beispiel in 2 Dimensionen unterwegs sind, Sie begeben sich jetzt also in den R2, sprich auf die Tafel drauf, und wenn Sie jetzt den Mittelpunkt zum Beispiel 0 wählen, kann aber irgendein anderer sein, das könnte jetzt auch Xi sein, ist ganz egal, dann wäre das ja also
der Radius. Und beachten Sie, Sie haben also hier den Rand nicht dabei. Natürlich können Sie das jetzt verschieben in irgendeinen Punkt C. Also da kriegen Sie einfach eine offene Kreisscheibe, in dem Fall mit Mittelpunkt 0. Aber Sie können das natürlich gerade so gut in irgendeinen Punkt C verschieben, wie das da passiert ist. Gut, so sehen also Kugeln aus und in beliebig hohen Dimensionen, also wird das schon ein bisschen diffiziler. Sie stellen sich am besten d gleich 1, d gleich 2, d gleich 3 vor. Wie sieht denn das also aus für d gleich 1? Was sind hier Kugeln? Also man nennt das hier eine offene Kugel mit Radius Epsilon. Was ist für d gleich 1 eine offene Kugel? Ja, sieht nicht sehr kugelig aus. Das haben wir nämlich auch schon in der Analysis 1 kennengelernt. Sie haben da irgendwo das Xi. Was ist die offene Kugel drumherum? Das Intervall von Xi minus Epsilon bis Xi plus Epsilon. Das ist eine offene Kugel. Schön, gell? Ja, also Sie sehen schon, in einer Dimension also ist vielleicht der Begriff Kugel hier ein bisschen übertrieben. Das ist also einfach ein offenes und Xi-symmetrisch liegendes Intervall. Und in zwei Dimensionen gibt es also so Kreisscheiben und in eben höheren Dimensionen, 3 zum Beispiel, Kugeln. Man nennt es dann allgemein eben Kugel. Gut, was ist jetzt eine offene Menge? Also wir betrachten jetzt Teilmengen des RD und die wollen wir jetzt als offen definieren. Ja, was hieß denn das in einer Dimension? Was hieß es, dass eine Menge offen ist? Wer kann sich erinnern? Was würden Sie glauben, dass es wohl heißen soll, dass eine Teilmenge des RD, in dem Fall R2 in der Skizze, viel besser kann ich da halt nicht zeichnen, dass hier eine solche Teilmenge offen ist? Ja, das heißt, wenn immer Sie so einen Punkt hier nehmen, sollte was noch möglich sein drumherum? Ja, dass Sie was finden können? Eine Kugel, die noch ganz in der Menge drin liegt. Oder? Ja, Sie sehen schon, ich habe es jetzt nicht so gut getroffen, stellen Sie sich das halt ein bisschen symmetrischer vor. Sie müssen also immer noch eine Kugel finden können um diesen Punkt, die ganz in der Menge drin liegt. Insbesondere anschaulich gesprochen, was ist nicht dabei bei einer offenen Menge? Der Rand, genau. Wenn Sie nämlich an den Rand gehen, da können Sie also keine Kugel mehr finden, die ganz drin liegt, weil Sie immer im Komplement sozusagen ein Stück weit landen. Also anschaulich gesprochen, offene Mengen sind die, wo der Rand nicht dabei ist. Und das heißt, Sie können zu jedem Punkt noch eine vielleicht sehr, sehr kleine Kugel finden, die ganz in der Menge liegt. Und das müssen wir jetzt definieren. Das heißt, Sie können zu jedem Punkt in dieser Menge ein Epsilon größer 0 finden und somit eine Kugel B, Epsilon und Xi, die ganz in der Menge liegt. Und das nennt man offen. Also offene Mengen sind eben hier einfach Mengen, wo sich zu jedem Punkt noch so eine Kugel finden lässt, die ganz drin liegt. Beispiele in einer Dimension von offenen Mengen. Offene Intervalle, ja, die heißen ja schon offen, oder? Da sehen Sie auch, der Rand ist nicht dabei. Also entspricht natürlich genau dem. Und alle offenen Mengen, die wir eh schon kennengelernt haben und genauso definiert haben. Wir haben halt in der Analysis 1 gesagt, eine Menge ist genau dann offen, wenn sie Umgebung all ihrer Punkte ist, oder? Also so kann man es auch ausdrücken. Das wäre auch hier das Analoge. Gut, was definieren wir jetzt? Jetzt sagen wir, was heißt es, dass eine Menge A Teilmenge RD abgeschlossen ist? Also was heißt es, dass eine Menge abgeschlossen ist? Ja, das definieren wir wie folgt. A Komplement, was RD ohne A ist, das muss offen sein. Also eine Menge ist abgeschlossen, genau dann, wenn ihr Komplement offen ist. Ja, ich mache Ihnen eine Skizze dazu, warum das wohl eine sinnvolle Definition sein wird. Stellen Sie sich das A da vor. Naja, vielleicht das ist eher A-Komplement. Da stellen Sie sich A vor. Und was heißt jetzt diese Definition von Abgeschlossenheit? Ja, das bedeutet, wann immer Sie einen Punkt außerhalb wählen von A, dann müssen Sie darum immer noch eine Kugel finden können, die ganz außerhalb liegt. Und wo kommen Sie dann insbesondere nicht hin? An den Rand. Das heißt, Sie sehen schon im anschaulichen Sinn, oder? Da ist wirklich der Rand dabei bei einer abgeschlossenen Menge. Und das ist der Unterschied zu einer offenen. Wie gesagt, das sind die Definitionen, an das müssen wir uns gewöhnen. Und wenn wir jetzt mal hier definiert haben, was offene und abgeschlossene Mengen sind, dann haben wir schon die Borel-Sigma-Algebra. Und das ist also hier die nächste Definition. Was ist die sogenannte Borel-Sigma-Algebra? Die bezeichnet man mit
so einen B von RD. Und was soll das sein? Das soll jetzt einfach die kleinste Sigma-Algebra sein, sodass alle offenen Mengen drin sind. Das heißt, ich hätte ganz gerne, dass die kleinste Sigma-Algebra ist, die alle Mengen U enthält, die Teilmengen von RD sind und offen. Und Sie sehen, das ist ja einfach ein Mengensystem. Das hier können wir bezeichnen zum Beispiel als GO, das wäre die Teilmenge aller offenen Mengen. Und das ist definitiv eine Teilmenge der Potenzmenge auf RD. Und wir haben also ein vorgegebenes Mengensystem, man nennt das übrigens die Topologie auf RD, also die Menge aller offenen Mengen, die nennt man also hier Topologie. Und die Borel-Sigma-Algebra ist einfach die kleinste Sigma-Algebra, die die gesamte Topologie enthält, also alle offenen Mengen. Und so ist die definiert. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, was für Mengen sind da drin? Ja, alle offenen Mengen mal, und das sind schon wahnsinnig viele. Damit zum Beispiel, sage ich mal, im Wesentlichen alles, was Sie wirklich so hinzeichnen können, das ist da sicherlich drin. Wie sieht es mit den abgeschlossenen Mengen aus? Sind die da drin? Also Frage an Sie. Sind in dieser Borel-Sigma-Algebra abgeschlossene Mengen drin? Sind in dieser Borel-Sigma-Algebra auf RD sind da abgeschlossene Mengen drin? Da gibt es einen Vorschlag? Ich würde schon sagen, schon, weil es ist ja das Komplement einer offenen Menge schon abgeschlossen. Perfekt. Wunderbar gecheckt. Wie kriege ich abgeschlossene Mengen? Als Komplemente von offenen, wenn man so will, oder? Das heißt also, damit sind auch alle abgeschlossenen drin. Also erstes Beispiel wäre hier, Sie sehen also, für jede abgeschlossene Teilmenge des RD, abgeschlossen gilt, auch die hier ist Element der Borel-Sigma-Algebra auf RD. Also in dieser Borel-Sigma-Algebra sind ja alle abgeschlossenen drin. Jetzt haben Sie schon alle abgeschlossenen, alle offenen. Ich sage es Ihnen so, Sie können da einfach so explizit nicht alle Elemente angeben. Dieser Sigma-Operator, der hier verwendet wird, der macht daraus einfach ein wahnsinnig kompliziertes Mengensystem. Und in diesem Mengensystem ist wahnsinnig viel drin. Was man zeigen kann, ist, dass die Mächtigkeit von dieser Borel-Sigma-Algebra die gleiche ist wie von R und somit RD. Das heißt, da sind überabzählbar viele Mengen drin. Ja, kann man sich schwer vorstellen. Trotzdem ist es so, es ist bei Weitem noch nicht die Mächtigkeit der ganzen Potenzmenge. Das heißt, da ist schon ziemlich Luft dazwischen. Aber trotzdem, wenn Sie explizit eine Menge angeben möchten, die nicht in dieser Borel-Sigma-Algebra liegt, was glauben Sie, werden Sie da brauchen? Kann es jemand erraten? In Analysis 1 Vertiefung haben wir darüber gesprochen. Sie brauchen das Auswahlaxiom. Das heißt, dass Ihnen irgendwie so beim Spazierengehen mal versehentlich irgendwie so eine nicht Borel messbare Menge über den Weg rennt, das ist sehr unwahrscheinlich. Sie brauchen das Auswahlaxiom, um eine solche Menge zu konstruieren. Zumindest ist es nicht anders bekannt. Und das zeigt schon, dass im Wesentlichen da, und das ist jetzt also, wie soll man sagen, nicht sehr mathematisch ausgedrückt, alle vernünftigen Mengen dort drin liegen. Also ich kann es Ihnen so versprechen, alle Mengen, die Sie einfach mal so hinschreiben, die sind dort drin. Trotzdem ist das Problem, es ist bei Weitem noch nicht die ganze Potenzmenge. Und das ist eine wahnsinnige Kluft dazwischen. Also noch einmal, ich probiere es nochmal zusammenzufassen. Da sind im Verhältnis zur ganzen Potenzmenge viel weniger Mengen drin. Und trotzdem können Sie keine so ohne weiteres angeben, die nicht drin liegt. Und das ist schon ein bisschen verrückt. Und Borel, ganz ein berühmter Mann, Emil Borel, hat so gewirkt Anfang des 20. Jahrhunderts. Also da muss man einfach sagen, der hat viele Dinge in der Maßtheorie, Wahrscheinlichkeitstheorie, Funktionentheorie und auch in der Topologie revolutioniert. Und diese Borel-Sigma-Algebra, die ist also ein erster Schritt dazu, dass wir wirklich verstehen, wo können wir vernünftige Maße definieren. Vernünftige Wahrscheinlichkeitsmaße dann schlussendlich. Also die wird für uns ganz wichtig sein. Haben Sie mal Fragen zu dieser Definition? Sonst was müssen Sie sich merken? Sie müssen sich nur die Zeile eigentlich merken. Sie müssen wissen, was ist eine offene Menge und Sie wollen in der Borel-Sigma-Algebra alle offenen Mengen drin haben, dann haben Sie sie. Also damit wären wir schon mal fertig. Was Sie auch zeigen können, finden Sie zum Beispiel im Skriptum, Sie können auch zuerst mit allen abgeschlossenen Mengen starten und dann sagen, Sie wollen alle abgeschlossenen drin haben. Kriegen Sie genau das Gleiche heraus. Und allgemein ist es so, dass Sie also
da sehen Sie also auch den entsprechenden Satz im Skriptum, zum Beispiel die Borel-Sigma-Algebra auf R durch verschiedenste Mengensysteme erzeugen können. Es reicht natürlich, so ist es definiert, wenn Sie das Mengensystem aller offenen Mengen nehmen. Das liefert Ihnen die Borel-Sigma-Algebra. Sie können auch alle abgeschlossenen nehmen, das glauben Sie mir sofort, weil die Komplemente von abgeschlossenen offenen sind, das, also werden Sie mal abkaufen. Sie können aber einfach nur alle offenen Intervalle beispielsweise nehmen. Auch dieses Mengensystem erzeugt bereits die Sigma-Algebra auf R, die Borel-Sigma-Algebra. Also so ein Beispiel hier schreibe ich Ihnen vielleicht hin. Die Borel-Sigma-Algebra auf R erhalten Sie bereits als die erzeugte Sigma-Algebra, und zwar von dem Mengensystem der offenen Intervalle, a kleiner b hier, das erzeugt Ihnen auch bereits die gesamte Borel-Sigma-Algebra. Ich sage Ihnen kurz, wie ich das plausibel machen versuche, und zwar Sie können jede offene Menge als abzählbare Vereinigung von solchen Intervallen schreiben. Aber abzählbare Vereinigungen, das verträgt sich gut mit der Sigma-Algebra, und deswegen reicht schon, wenn man die da nimmt. Und wenn Sie vergleichen, einfach nur offene Intervalle mit allen offenen Mengen, das ist wahnsinnig wenig. Und das sind einfache Mengen verhältnismäßig, oder? Und das haben Sie im Griff. Da kann man wirklich arbeiten. Und jetzt fragen Sie sich natürlich, ja, für was brauche ich das? Ausblick. So, in der Schule haben Sie sicher Verteilungen besprochen. Wer von Ihnen hat die Normalverteilung in der Schule besprochen? Das sind doch fast alle. Also, gut, erschreckend, dass es nicht alle sind, muss ich sagen. Wie haben Sie denn die definiert? Na, da haben Sie geschrieben, die Wahrscheinlichkeit ist gegeben als ein Integral über irgendeine Funktion. Und zwar in den Grenzen von a bis b. Das sollte Ihnen eine Wahrscheinlichkeit liefern, und zwar die Wahrscheinlichkeit, genauer hier dieses Intervalls, und zwar das Intervall AB. Und wie haben Sie das wahrscheinlich motiviert? Ja, Sie haben irgend so eine gaussche Glockenkurve hier hingezeichnet. Schwuppsdiwupps. So in der Richtung, oder? Und jetzt haben Sie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass bei Ihrem Zufallsexperiment Werte in diesem Intervall AB hier angenommen werden, das soll gerade hier der Flächeninhalt sein, also sprich die Fläche unterhalb des Funktionsgraphen. Wenn also jetzt der Graph dieser Funktion hier gegeben ist, also sagen wir, das wäre das f da oben, dann erhalten Sie das als dieses Integral. Und was Sie jetzt aber da sehen, jetzt haben Sie wirklich nur definiert, was die Wahrscheinlichkeit sein soll. Wir wissen ja noch gar nicht genau, was das ist. Und zwar für solche Intervalle. Ja, aber jetzt schauen Sie nochmal dahin. Wenn Sie wissen, was die Wahrscheinlichkeit für solche Intervalle ist, dann kriegen Sie schon die gesamte Borel-Sigma-Algebra. Und deswegen macht man das so. Es reicht also aus, wenn man das auf Intervallen gegeben hat. Mit Intervallen kann man super rechnen. Vor allem auch in Bezug auf die Integrale, die man hat. Da haben Sie Gebietsadditivität und so weiter und so fort. Und man bekommt aber tatsächlich ein vernünftiges Maß, ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf dieser gesamten Sigma-Algebra, die man dann eigentlich braucht. Okay? Und da sieht man also, dass solche Resultate schon sehr wichtig sind. Natürlich haben Sie in der Schule da nichts von einer Borel-Sigma-Algebra gehört, das ist mir schon klar. Aber vielleicht haben Sie sich doch irgendwann mal gefragt, was macht man für kompliziertere Mengen? Und da wird man halt sehen, ja, man kann das immer zusammenstückeln auf irgendeine Art und Weise. Und was man wirklich alles tun kann, das sagt Ihnen das Sigma da. Aber das ist halt leider nicht ein sehr einfach greifbares Objekt, was hier herauskommt. Na gut, was Sie in einer ganzen Serie von Übungsaufgaben zeigen werden, ist, dass diese Mengensysteme alle die Borel-Sigma-Algebra erzeugen. Das heißt, Sie können also zum Beispiel sich vorstellen, solche Wahrscheinlichkeiten können Sie dann zunächst einmal nur für diese ganzen Intervalle hier definieren, auch zum Beispiel nur für solche nach links unbeschränkten und nach oben offenen Intervalle und so weiter und so fort. Das heißt also, da muss man sich halt überlegen, was kann man wie zusammenstöpseln. Und das wird also im Zuge von einigen Übungsaufgaben passieren. So, eine Frage an Sie. Was ist richtig, was ist falsch? Was glauben Sie ist richtig, was glauben Sie ist falsch? Also, um was geht es überhaupt? Wir haben die Borel-Sigma-Algebra auf RD und wir fragen uns, sind einpunktige Mengen, sind die da enthalten?
Ich sehe Kopfnicken. Ich frage, warum? Genau, weil es abgeschlossen ist. Also schauen wir uns das an. Wenn Sie da einen Punkt haben, zunächst einmal der Punkt in RD. Was können wir dann über diese einpunktige Menge sagen? Na, da sehen wir, das Komplement davon ist gerade was? Na, R ohne diesen Punkt. Und warum ist das offen? Das ist x. Und R ohne x, was muss ich machen? Ich muss mir irgendeinen Punkt da drin suchen. Und natürlich, der Punkt, wenn er nicht x ist, hat immer positiven Abstand zu x. Das heißt, Sie können immer eine Kugel drumherum finden, die ganz enthalten ist in diesem Komplement. Also das ist eine abgeschlossene Menge, somit das Komplement eben offen. Also, das hier ist abgeschlossen. Und daraus folgt also mit Sicherheit die einpunktige Menge hier, die liegt also in der Borel-Sigma-Algebra von RD. Okay, das soll übrigens immer RD sein und KA, ist nur hässlich. Das wäre hier die Antwort auf die erste Frage. Wie sieht es denn hier mit der zweiten aus? Was sagen Sie dazu? Wie sieht es denn hier oben mit B aus? Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, was habe ich Ihnen gerade eben gesagt? Moment, das steht sogar auf der Tafel. Da rechts drüben steht es. Also, natürlich muss man das erst einmal zeigen, aber Sie sehen also, es ist tatsächlich so, die Borel-Sigma-Algebra auf R wird also von dieser Menge der offenen Intervalle hier erzeugt. Also auch das stimmt. So, und jetzt ist die große Frage, wie sieht es mit C aus? Können Sie das schon beantworten? Gelingt Ihnen das? Also Respekt, wenn es geht. Wissen Sie überhaupt, was das ist? Was ist denn die Borel-Sigma-Algebra auf diesem Intervall 0,1? Ja, wissen wir nicht, das haben wir nicht definiert. Wir haben bisher nur definiert, was die Borel-Sigma-Algebra auf ganz R ist. Und davon ist das hier eine Teilmenge. Und das Problem ist, man hat es aber nicht immer mit ganz R zu tun. Manchmal interessiert man sich also nur für dieses Intervall 0,1. Und dieses Einheitsintervall, auf dem hätte man vielleicht auch ganz gerne eine Sigma-Algebra, die genau das gleiche macht wie die Borel-Sigma-Algebra. Und die Frage ist, ob ich nicht jetzt meine altbekannte Borel-Sigma-Algebra auf ganz R nehmen kann und damit in natürlicher Art und Weise diese Sigma-Algebra sinnvoll definieren kann. Das ist jetzt das Ziel. Das heißt, wie definiert man diese Sigma-Algebra? Ja, und die Antwort wird wie folgt sein. Sie stellen sich das so vor, Sie haben eine Teilmenge von Omega. Und dann haben Sie eine Sigma-Algebra gegeben, also F ist eine Sigma-Algebra auf Omega. Und was Sie jetzt ganz gerne hätten, Sie würden gerne diese Sigma-Algebra einschränken auf A. Stellen Sie sich Folgendes drunter vor. Das da ist ja Ihr Omega. Und da drin haben Sie irgendwo das A. Das ist A. Und was wäre jetzt eine sinnvolle Einschränkung? Ja, was ist denn alles in dem F da drin, in dem F selber? Da liegen Ereignisse drin. Und Sie schauen jetzt aber nur mehr auf das A drauf. Das heißt, Sie sehen nicht, was außerhalb von A passiert. Aber der Punkt ist, diese Ereignisse B sind Teilmengen von Omega. Ja, was sehen Sie, wenn Sie jetzt nur mehr auf A drauf schauen? Diesen Schnitt. Also Sie sehen nur mehr A geschnitten B. Und das ist eine sinnvolle Einschränkung. Das heißt, Sie starten mit Ihrer Sigma-Algebra, die auf ganz Omega definiert ist, und Sie wollen jetzt also nur mehr entsprechende Ereignisse erhalten, und zwar in A, wenn Sie so wollen, also Teilmengen von A. Und was machen Sie dazu? Sie bilden die Schnitte. Und das liefert die sogenannte Spur-Sigma-Algebra oder Einschränkung. Und das ist die Definition. Sie erhalten eine neue Sigma-Algebra, F. Und da schreibt man F eingeschränkt A wie folgt. Sie nehmen einfach alle diese Schnitte. Das heißt, Sie nehmen A geschnitten B, wobei B ein Element von F ist. Und das hier nennt sich also Spur-Sigma-Algebra.
Und Spur können Sie sich wie folgt vorstellen, weil das so irgendwie ist, wie Sie denken sich, A wäre ein Fußabdruck von einem Riesenviech und das stampft also da drauf und alles, was überbleibt, ist sozusagen der Teil von B hier. Gut. Ich glaube nicht, dass es deswegen Spur heißt, aber ich sage es Ihnen mal so. Also der Grund ist, heißt wirklich deswegen Spur, weil man da eben so ein Stück rausnimmt, wenn man es drauflegt, oder? Also vielleicht das mit dem Monster ist nicht ganz so. Spur Sigma Algebra, oder man nennt es eben auch Einschränkung einfach. Also Einschränkung, und zwar dieser Sigma Algebra auf A. Ja, und jetzt ist aber die Frage, ist das ein Sigma Algebra? Liefert Ihnen das überhaupt das Sigma Algebra? Was muss man tun, um das zu zeigen? Eine Sigma-Algebra ist definiert über drei Eigenschaften und die prüft man nach. Und das Erste, was man sich überlegen müsste, ja, wo drauf ist denn das ein Sigma-Algebra? Also ich muss immer sagen, Sigma-Algebra auf was? Auf der Erde, auf dem Mond? Was ist Omega? Ist das ein Sigma-Algebra auf Omega? Wer ist dafür, dass es ein Sigma-Algebra auf Omega ist? Das sind eh recht wenig. Wer hat einen anderen Vorschlag? Ist Omega da drin? Sie schneiden Omega sicher mit A. Mehr kann da nicht reingehen. Das heißt, was ist sozusagen die größte Menge bezüglich der Mengeninklusion, die drin ist? Wäre sicher das A, wenn Sie mal damit schneiden. Also passen Sie auf, das ist eine Sigma-Algebra auf A. Und nicht auf Omega. Außer A ist gleich Omega, dann geht's A. Also, aufgepasst, man muss sich überlegen, dass diese Spur Sigma-Algebra wirklich eine Sigma-Algebra ist und es ist eine auf A. Man, da gibt es jetzt zwei Optionen, entweder ich rechne Ihnen das vor oder Sie machen das in den Übungen. Was ist Ihnen denn lieber? Ich zeige Ihnen Sigma 1 vielleicht. Okay. Also, beweisen wir das. Und zwar, wir schauen uns Folgendes an. Erstmal Sigma 1. Hier ist zu zeigen, dass A selbst in F eingeschränkt auf A liegt. Passen Sie auf, sozusagen unser neues Omega ist A. Oder? Also, Sigma Algebra auf A bedeutet, A selber muss drin liegen. Und jetzt müssen wir schauen, ob das so ist. Na, wo liegt denn Omega? Omega liegt sicher in F. Was ist denn A geschnitten Omega? A. Also noch einmal, was haben wir geschafft? Wir haben A geschrieben als Schnitt mit einem Element von F. Ja, aber damit liegt es drin, weil so ist F eingeschränkt auf A gerade definiert. Also daraus folgt, A muss Element von F eingeschränkt A sein. Sie haben sozusagen B gleich Omega gesetzt da in der Definition. Sehen das alle? Das war's. Fertig. Wie würden Sie jetzt bei Sigma 1 vorgehen? 2. Schreibe ihn nicht mehr bis zum Schluss hin, aber was muss ich tun? Was würden Sie machen? Ja, Sie starten mit einem, ja, nennen wir es vielleicht besser B, in, oder nennen wir es B-Schlange vielleicht noch besser, in F eingeschränkt auf A. Damit starten Sie. Was müssen Sie zeigen? Und da muss man jetzt aufpassen, dass das Komplement wieder drin ist. Und bezüglich was wird das Komplement gebildet? Bezüglich A. Also aufgepasst, Sie müssen zeigen, dass A ohne B-Schlange wieder Element von F eingeschränkt auf A ist. So, das ist zu zeigen. Wenn Sie wissen, dass B-Schlange in F eingeschränkt auf A ist, wie können Sie es dann immer schreiben? Na, B-Schlange muss sich schreiben lassen als ein A geschnitten mit B. Weil so schauen die alle aus. Schauen Sie mal, wie es definiert ist. F eingeschränkt auf A ist definiert als A geschnitten mit was in F. Ja, da muss ich aber sowas finden können. Das heißt, wir wählen jetzt
uns ein B aus in F mit der Eigenschaft, dass B Schlange sich schreiben lässt als B geschnitten A. Und noch einmal, warum muss das gehen? Ja, weil alles, was in F eingeschränkt auf A drin liegt, in dieser Spur Sigma-Algebra, schaut genau so aus. Wenn es da drin liegt, dann muss ich so ein B finden können. Ja, und was müssen Sie jetzt noch tun? Jetzt überlegen Sie sich, dass von B das Komplement wo drin liegt? Wieder in F. Welches Komplement? Das bezüglich Omega. Und dann schauen Sie sich an, wie lässt sich dieses Komplement hinschreiben? Und dann sehen Sie, das liegt wieder drin. Das ist so der Fahrplan. Ja, sehr ähnlich sehen Sie, wird es bei Sigma 3 funktionieren. Sie wählen sich da einfach immer passende Mengen in F, sodass Sie die Mengen in der Einschränkung darstellen können. Dann nehmen Sie die Eigenschaft der ursprünglichen Sigma-Algebra und dann steht es im Prinzip schon da. Also das ist das, was hier zu tun ist. So, grob mal. Ich würde Ihnen empfehlen, probieren Sie das aus. Generell bei diesem Rechnen mit Sigma-Algebren, das muss man viel üben. Da muss man einfach klar sein, wie man gewisse Eigenschaften zustande kriegt, oder? Also, wenn ich Ihnen da nur was vortanze, ich glaube, das bringt nicht so viel. Gut, wir sind immer noch bei dieser Eigenschaft, und zwar genauer bei dieser Aussage, C hängen geblieben. Und die Frage ist, warum gilt das? Und da muss ich gleich eins sagen, das ist gar nicht so einfach, dass man sieht, dass das gilt. Der Punkt ist, wir wissen schon, was das hier ist. Was ist jetzt diese Borel-Sigma-Algebra beispielsweise auf 0,1? Ja, das soll die Einschränkung werden. Und zwar der Borel-Sigma-Algebra auf ganz R auf dieses Intervall 0,1. So definieren wir das jetzt. Und ganz allgemein, wenn hier also irgendeine Menge drinsteht, typischerweise eine Borel-Menge, sprich was in der Borel-Sigma-Algebra auf R, dann definieren wir also diese neue Borel-Sigma-Algebra als die Einschränkung. Okay? Damit haben wir mal gecheckt, was dieses Objekt ist. Und das können wir explizit da hinschreiben, was das gibt. Das ist die Menge von was? Ja, immer von 0,1, Sie können das auch A nennen, wenn Sie wollen, geschnitten mit einer Menge B. Und diese Menge B ist eine Borel-Menge, also Element der Borel-Sigma-Algebra. Man nennt es im Übrigen auch Borel-messbar, ja? Sagt man auch manchmal dazu. Gut, jetzt ist aber da wieder der Punkt, damit ist schwierig zu rechnen. Sage jetzt. Weil Sie haben hier Elemente drin, und zwar die Sie immer bekommen durch Schnitte mit Borel-Mengen. Aber diese Borel-Mengen sind wahnsinnig viele und wahnsinnig kompliziert. Das ist immer noch sehr unbefriedigend. Was super wäre, ist, wenn ich verstehen könnte, dass das von einem ganz bestimmten Mengensystem erzeugt wird, das einfach ist. Und das Mengensystem steht hier oben. Also, was super wäre, ist, wenn ich hier schreiben könnte, ich nehme einfach nur das Einheitsintervall und schneide das mit Intervallen, zum Beispiel, die offen sind. Okay, so zum Beispiel. Und A wäre hier kleiner als B. Als R ganz beliebig. Es wäre super, wenn ihr das machen könnt. Wir werden sehen, das darf ich auch machen. Und das gibt Ihnen genau die Aussage, die da im Wesentlichen oben steht. Wenn Sie also jetzt hier 0,1 mit AB schneiden, dann können Sie einfach am Rand abschneiden, oder? Dann wird also A nie größer als 0 und B sozusagen nie größer als 1 in diesem Schnitt praktisch gesehen. Also noch einmal, was ist passiert? Was passiert ist, dass wir Folgendes gemacht haben. Wir haben einen Erzeuger dieser Borel-Sigma-Algebra. Und zwar, was nämlich gilt ist, es gilt, dass die Borel-Sigma-Algebra auf eben R gegeben ist durch die kleinste Sigma-Algebra, die alle offenen Intervalle enthält. Und jetzt vergleichen Sie die beiden Zeilen miteinander. Was hat man hier vertauscht? Man hat dieses Sigma mit der Einschränkung vertauscht. Man kann hergehen und einfach jetzt diese offenen Intervalle nehmen, die mit eben allen diesen mit immer dem Einheitsintervall schneiden und dann erst die Sigma-Algebra erzeugen lassen. Oder, was kann man auch machen? Man kann sich zuerst die Sigma-Algebra erzeugen lassen, das steht hier, und dann erst schneiden. Das kann man vertauschen. Und das ist nicht trivial, muss ich sagen. Da werden wir sehen, der Beweis von dem, der wird schon ziemlich anspruchsvoll sein werden. Und das ist ein Lemma. Also dieses Lemma, das jetzt kommt, das sagt Ihnen, Sie können diesen Sigma-Operator mit der Einschränkung vertauschen. Ich schreibe es mal so hin. Also Sie können diese Einschränkung, die Spurbildung, also Einschränkung,
die können Sie vertauschen mit dem Sigma-Operator. Also Sie können zuerst einschränken und dann Sigma anwenden oder umgekehrt. Das ist ganz egal. Und jetzt müssen wir das nochmal genau formulieren. Also, es sei gegeben, G-Teilmenge der Potenzmenge, also ein Mengensystem. Und was noch gegeben ist, ist A-Teilmenge von Omega. So, was ist jetzt die Aussage? Sie können entweder zuerst die kleinste Sigma-Algebra bilden, die G enthält, und die dann einschränken. Was würde dem entsprechen? Dem würde genau entsprechen, was wir da gemacht haben. Zuerst haben wir die Borel-Sigma-Algebra gebildet und dann haben wir sie eingeschränkt. Okay, das entspricht dem hier. Oder Sie können es so machen, dass Sie zuerst hier die Einschränkung betrachten, da, und zwar dieses Mengensystems, und dann erst die kleinste Sigma-Algebra erzeugen. Das heißt, dieses Lemma zeigt Ihnen das. Also, Sie können auch hergehen, Sie schränken zuerst das Mengensystem ein, Sie bilden alle diese Schnitte, und dann wenden Sie darauf das Sigma an. Also, Sie sehen, was passiert ist, Sie können das eingeschränkt auf A einfach durchziehen. Und das ist was, das ist schon gar nicht so einfach. Ich würde Folgendes empfehlen. Schauen Sie sich wirklich den Beweis mal genau an. Der ist im Skriptum jetzt nicht wahnsinnig ausführlich hingeschrieben. Wir werden den natürlich das nächste Mal auch noch besprechen. Probieren Sie den wirklich nachzuvollziehen. Dort in dem Beweis kommen viele, viele Dinge vor, die Sie ein bisschen einführen in das Rechnen mit Sigma-Algebren. Wirklich viele Beweistechniken, die schon ziemlich wiff eigentlich sind und die wir in weiterer Folge immer wieder verwenden werden. Das heißt, meine Bitte an Sie ist, probieren Sie genau die Aussage jetzt zu verstehen und gehen Sie mal durch den Beweis durch. Es ist kein Problem, wenn Sie auf Anhieb dort nicht alles verstehen und nicht alles nachvollziehen können. Wir werden es das nächste Mal auch noch besprechen. Aber probieren Sie sich wirklich entsprechend darauf vorzubereiten, dass Sie dann in der Vorlesung, wenn irgendwas noch unklar ist, ganz gezielt Fragen stellen können und vor allem dann das Maximale rausholen aus meinen schwammigen Erklärungen. Gut, damit bedanke ich mich für heute und wünsche euch ein schönes Wochenende.